du warst jetzt jahrelang nicht in Kärnten an Villacher Raum ausstellungsmäßig unterwegs. Jetzt dürfen wir dich hier bewundern. Auf was dürfen wir uns freuen? Zuerst einmal hallo. Freut mich, dass ich da sein darf. Und ich freue mich heute auf die Ausstellung. Zu sehen darf sein die neuesten Werke. Seelenbilder natürlich, so wie immer. Ein bisschen Pop-Art und abstrakt auf alle Fälle. Dann wünschen wir dir einen wunderschönen Abend und viel Erfolg mit dieser Ausstellung, die übrigens noch bis 30.06. hier im Dressingroom zu sehen ist. Zweiter Dressingroom Salon Kreativ. Wir sprechen mit Initiator Oliver Höhnlein. Herr Höhnlein, Sie haben ja diese Galerie und private Ausstellungsfläche geschaffen. Was waren die Beweggründe dafür? Ja, wie gesagt, wir verdienen unser Geld ja eigentlich in einem anderen Bereich, nämlich in der Mode. Haben ein Geschäft am Kirchenplatz schon, den Trendstore hier, den zweiten aufgesperrt, den Dressingroom, also einen Premium-Modenstore. Und haben aber immer schon ein Steckenpferd gehabt, ein bisschen mit Kunst, uns hat das interessiert, uns hat das Spaß gemacht und wir wollten eigentlich eine Plattform für regionale Künstler schaffen, wo sie sich präsentieren können. Ich finde, uns hat die Kombination Mode und Kunst ganz gut gefallen, oder? Ich finde, das ist eine Harmonie, die passt gut zusammen. Ja, und jetzt haben wir das halt mit dem Salon Kreativ, mit unserer privaten Galerie vor einem Jahr umgesetzt und jetzt haben wir heute die zweite Veranstaltung, auf die wir uns sehr freuen. Und wir dürfen heute die Eva Maria Korsche begrüßen und sind sehr angetan von ihrer neuen Serie, die sie geschaffen hat. Lieber Herr Bürgermeister, zweiter Salon Kreativ, Dressingroom, heute eine fast schon verloren geglaubte Villacher Künstlerin, stellt nach vielen, vielen Jahren wieder im Villach aus, Eva Maria Korsche. Wie gefällt Ihnen das Werk? Ja, Eva Maria Korsche war nie verloren als Künstlerin, sondern das, was zu jeder Kunst und Künstlerin dazugehört, ist, dass man auch die Perspektive immer ändert. Und die Eva Maria hat von New York über Deutschland, über Italien sehr, sehr viele Ausstellungen gemacht, ihre Werke gezeigt, aber vor allem auch Erfahrung gesammelt. Und um das geht es auch in der Kunst. Und die Erfahrung, die sie gesammelt hat, sieht man in ihren Werken, aber auch in ihrem Auftreten, wie sie Kunst auch preisgibt. Was wäre eine Vernissage ohne einen edlen Tropfen Wein? Für diesen edlen Tropfen Wein sorgt heute das Weingut Zechmeister aus dem Burgenland, dass er extra den Weg nach Villach gefunden hat. Wir sprechen mit dem Eigentümer. Darf ich dich fragen, was dürfen wir heute genießen? Ja, also wir haben edle Weiß-, Rot- und Süßweine mitgebracht, darunter einen gemischten Satz, einen Welscher Riesling, einen Chardonnay Barrique oder einen Zweigelt, einen Blaufränkisch Die Schöpfung zu Ehren von Josef Haydn, der ja jahrelang in Eisenstadt als Hofkapellmeister vor der Familie Esterhase gewirkt hat. Oder unseren Blauen Burgunder und unseren Top-Cuvée, den Diogenesis. Sie ist ein Riesentalent, das vermute ich irgendwann einmal ganz oben landet. Lieber Herr Angerer, ein künstlerischer Abend in der Villacher Innenstadt, da muss Ihnen auch als Stadtmarketingverantwortlicher eigentlich das Herz aufgehen. Selbstverständlich geht mir da das Herz auf. Es ist immer schön, wenn Betriebe, wenn Unternehmer, wenn Textilbetriebe auch andere Aktivitäten setzen, wie hier die Ausstellung. Und ich denke ganz einfach, dass das für die Zukunft, für die Innenstadt sehr viel bedeutet, weil das auch dokumentiert, dass sich der Handel durchaus auch an den Zeiten anpassen kann. Ja, es freut mich natürlich sehr, dass ich heute da sein darf. Ich bin ja seit kurzem eben Obfrau des Kulturausschusses der Stadt Villach und bekomme jetzt auch live mit, wie viele Galerien, wie viele Ausstellungen, wie viele Künstler wir in Villach haben. Und für die Eva Maria Korsche freut mich sehr, dass sie nach 7 Jahren das erste Mal wieder in Villach ausstellt und das in einer tollen Location wie hier im Trendstore in der Galerie im ersten Stock. Mich freut es total, mich freut es für den Oliver Höhnlein, dass er sowas Tolles aufgezogen hat. Ja, und jetzt werden wir mal die Bilder noch anschauen. Mein Herz strahlt, vor allem wenn es so innovative Unternehmer gibt, innovative Unternehmer aus dem Bereich Handel, die den Spagat schaffen mit Kunst und damit Leute in die Innenstadt bringen, die Innenstadt beleben, Geschäfte beleben, das ist ganz eine tolle Sache. An
an einem Abend wie heute dürfen natürlich auch jetzt so gebös Paparazzi, nein, Fotokünstler nicht fehlen. Wir haben hier den Hannes Baheiner. Lieber Hannes, was ist dein Bezug zur bildnerischen Kunst? Mein Bezug zur bildnerischen Kunst ist, dass ich von Kunst nichts verstehe. Ich gehe nach dem, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Es sind heute Abend einige Werke, die mir sehr gut gefallen. Allerdings bin ich diesbezüglich der falsche Ansprechpartner, weil ich kann nicht malen, deswegen Fotografie. Ich bin jetzt stolz auf das, wie wir es gemacht haben. Ich bin stolz auf den Bauherrn, sprich auf den Oliver und die Chantal, wie sie dieses Konzept umsetzen und wie sie das Konzept der Boutique und die Mode verbinden mit kulturellen, mit einem Angebot oder mit Vernissagen. Und damit spielt da eigentlich die Architektur unmittelbare Rolle, weil sie ja sehr offene Bauherren sind für Architektur. Und Architektur und Kunst ist sehr miteinander verknüpft und ich glaube, die haben das sehr gut umgesetzt mit den Materialien, die man sieht, mit den Räumlichkeiten, mit den Farben, mit dem Licht. Und ich finde das sehr gut umgesetzt. Und ich finde auch diese Ausstellung sehr gelungen und bringt noch einmal eine Farbe mit ins Spiel. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch über dir einen wunderschönen Abend zu wünschen und viel Erfolg mit deiner Ausstellung, die noch bis 30.06. im Dressing Room zu sehen ist.